Geigenbau. Ein Handwerk mit jahrhundertealter Tradition. Eine Tradition, fortgeführt von Alexandra Körner. Die junge Mainzerin hat ihr Herz an den Geigenbau verloren. Die Faszination am Geigenbau beruht für mich darauf, aus einem ganzen Stück Holz etwas zu bauen, was später Klang erzeugt, womit man Musik machen kann. Also quasi etwas zu erschaffen, was lebt. Die Windung der Schnecke ausstechen, die äußere Wölbung am Klangkörper runterstoßen. Alexandra Körner beherrscht all diese Techniken. Gelernt hat sie in der Werkstatt des Vaters. Bei den Körners ist Geigenbau eine Familienangelegenheit. Alexandra Körner wuchs mit Streichinstrumenten auf. Den Beruf ihres Vaters zu ergreifen, kam für sie jedoch lange nicht in Betracht. Ich kenne das ja schon hier, das Geschäft und den Geigenbau, seitdem ich klein bin. Aber das hatte mich einfach noch nie so wirklich interessiert gehabt. Und nach der Schule habe ich dann eine Hotelfachausbildung angefangen und habe dann aber während der Zeit einfach gemerkt, dass das nicht mein Ding ist, dass ich da einfach nicht glücklich mit bin. Und während ich auf den Studienplatz hier gewartet habe, hat mein Vater mich gebeten, dass ich doch ein paar Instrumente für ihn schon mal spielfertig mache oder auch mal eine Leimung durchnehme. Und ja, dann habe ich irgendwie mein Herz an diesem Beruf verloren. Da ist dann so der Funke übergesprungen und ich wusste einfach, dass genau das Richtige ist und ich auf dem richtigen Weg bin. Der Funke glimmt weiter, auch im Berufsalltag. Gemeinsam mit zwei Angestellten kümmert sich Alexandra Körner um das Kerngeschäft des Geigenbauers, die Restaurierung alter Meisterstücke. Schau mal kurz bitte. Ich habe den Riss jetzt ausgewaschen und wollte ich fragen, ob das so okay ist. Ja, das ist okay. Seit 3 Jahren arbeitet Alexandra Körner als Angestellte ihres Vaters. Ja, das hat mich natürlich überrascht und gefreut zugleich. Die Idee war eigentlich ja nicht da, dass sie es übernehmen will. Dann hat sie doch den Weg hierher gefunden. Das freut mich natürlich, freut uns natürlich. Und jetzt wollen wir sehen, wie sie sich entwickelt, wie sie sich macht. Sie soll ja später das Geschäft übernehmen. Noch ist es jedoch nicht so weit. Alexandra Körner will ihr Können weiter verfeinern. Ins Ausland gehen, von anderen Meistern lernen. Den Umgang mit einem ganz besonderen Werkstoff. Holz ist, selbst wenn der Baum gefällt wurde, immer noch ein lebendes Objekt, weil man so viel daraus wirklich auch schaffen kann. Und wenn man einen Klangkörper aus Holz baut, lebt quasi die Seele von dem Baum in dem Instrument weiter. Und sie lässt das Werk ihres Vaters weiterleben. Geigenbauerin zu werden, da ist sich Alexandra Körner sicher, war für sie die richtige Entscheidung. Denn da gehört Liebe dazu und Leidenschaft.